So, ich würde sagen, als nächstes gucken wir noch bei David rein. Ja, David hat ein Video hochgeladen, perfekter Kopfball im Oblaco L, besser als der M. Sind wir mal gespannt, ob er ihn besser findet als den M. Hallöchen, liebe Schicherfreunde. Ich habe heute mal wieder einen neuen Kopfbau für euch. Und zwar für einen Kopf, wo ich doch öfters nachgefragt wurde in Streams. Also habe ich mir einen bestellt und zwar den Oblaco L. Natürlich vergleichen wir ein bisschen, aber heute dreht es sich um diesen. Ich habe den ganzen in Rosé glazed oder irgendwie so. So heißt die Farbe, also auf jeden Fall Roségold. Kommen wir direkt mal zu den Eckdaten. In der Höhe hat das Ding 11,6 cm. Außendurchmesser sind 7,5 cm. Der Innendurchmesser sind 6,8 cm. Das Depot hat eine Tiefe von 1,3. Das ist auch der wesentliche Unterschied anstatt zum Oblaco M. Minimal breiteres Depot, minimal tieferes Depot, aber nimmt mehr Gramm. Deswegen heißt es ja auch L. Das ist wie T-Shirts-Größen. Es gibt ja Oblaco S, M und das ist der L. Preislich liegt das gute Ding bei 25 bis 30 Euro circa. Rauchbar ist es mit Alufolie und HMD. Der Callout, muss ich jetzt schon direkt mal sagen, liegt hier drauf sehr, sehr gut. Ich habe ihn bisher auch nur mit. Sogar deutlich, deutlich geiler als auf dem Oblaco M. Also beim Oblaco M gibt es manche, wo er nicht perfekt reinpasst, der Callout 1 Plus. Beim Oblaco L habe ich keinen einzigen, wo der Callout nicht perfekt drinne sitzt. Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ihr den mit Alufolie raucht, spannt die Alufolie mal sehr, sehr gut, weil das Pfannenloch ist sehr, sehr groß. Das habe ich auf jeden Fall in der Detailansicht vergessen zu sagen, da ich die mal im Vorher aufnehme. Man sieht auf jeden Fall. Deswegen rauchen zum Beispiel auch viele Leute den Oblaco L lieber als den M. Gar nicht wegen Tabakverbrauch, Performance, pipapo, sondern einfach nur, weil man tendenziell noch ein bisschen mehr Durchzug als im Oblaco L kitzeln kann, weil das Loch einfach ein bisschen größer ist. vom Depot sehen wir vielleicht hier schon einen kleinen Unterschied, aber das werden wir gleich noch besser in der Detailansicht gehen. Sehen, sehen, gehen, sehen, sehen, sehen. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal zur Detailansicht und zum Kopfbau und dann rauchen wir das gute Stück mal und mein Fazit zum Oblaco L. Kommen wir mal jetzt zum Kopfbau. In der rechten Hand habe ich den Oblaco M, in der linken den Oblaco L. Wir sehen auf jeden Fall einen Unterschied vom Depot. Das Depot geht hier etwas gerade runter und hier so geschwungen, wenn man das Ganze so sieht. Das ist auf jeden Fall der Unterschied vom Oblaco L zum M. Und wie wir sehen, von der Höhe sind sie ungefähr identisch. Da nimmt sich vielleicht nur ein halber Millimeter. Der Callout beim Oblaco M sitzt nie wirklich perfekt auf. Man sieht hier so eine Der Stelle, Ton auf wo so einmal eine groß. Kante ist. Und hier auf der Seite liegt er aber perfekt auf. Das Ja, das heißt. ist genau, was ich gerade meinte. Beim Oblaco M passt er nicht immer perfekt rein. Funktioniert trotzdem top, ne? Wenn das bei euch so ist, macht euch keinen Stress. Das funktioniert trotzdem wunderbar. Das hier ändert gar nichts daran, dass das eine Killer-Kombi ist. Man muss natürlich aber dazu sagen, die Teile sind auch handgefertigt. Beim Oblaco L. Jein. Oblacos sind eigentlich nicht per Hand gemacht. Klar, es ist ein Prozess, mit der Hand die herzustellen, aber Oblacos werden in Form gegossen, sonst wären die niemals so gleichmäßig groß. Kann sein, dass hier und da nochmal ein bisschen was per Hand dann nachgearbeitet wird, aber an sich ist ein Oblaco ein Spritzgussverfahren oder ein Gießguss oder wie auch immer, ist auf jeden Fall nicht pur handgemacht. Sitzt das Ganze wirklich perfekt auf? Wir haben keine Kante, er sitzt wirklich perfekt auf, zu 100%. Man hat so ein kleines Hin- und Herwackeln zwar, wenn man ihn bewegt, aber so hat man jetzt keine schräge Kante, das heißt, er sitzt wirklich perfekt auf. Ist das jetzt der silberne oder der blaue Kalaut? Wenn ich es noch 10-mal sage, wirklich Ich zu glaube blau. 100% gefällt mir sehr, sehr gut und auf jeden Fall besser als beim M. Natürlich nichts Gravierendes, aber möchte ich noch mit dazu erwähnen. Der ganze Kopf wiegt 199 Gramm. Ich habe schon die Tara-Taste gedrückt. Ich würde jetzt mal sagen, ich baue mal einen Kopf. Wir schauen mal an, was da reingeht, ob da wirklich so viel mehr reingeht und warum das Ganze L heißt. Finde ich es tatsächlich schade, bei einem Kopfbau-Video dann den Kopfbau als Zeitraffer einzublenden. Ich meine, perfekter Kopfbau Oblaco L-Funnel. Also wenn ich jetzt suche auf YouTube, perfekter Kopfbau Oblaco L, dann will ich ja hier jetzt eigentlich den Guide zu haben. Ja, dann will ich ja genau jetzt noch was erzählt bekommen. Der ganze Kopf ist fertig gebaut mit 28 Gramm. Damit nimmt er auf jeden Fall ein paar Gramm mehr Ja. als der Oblaco Also in den Oblaco L, da muss schon ein bisschen was rein. Safe. M. So sieht das Ganze gebaut aus. Und ich wundere mich, ich hatte gerade eben schon mal einen Callout drauf liegen, um zu gucken, wie viel Kontakt wir haben. Denn wir haben auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sieht,
guten Noppenkontakt. Er sinkt so leicht ein, die Noppen. Das heißt, wenn man auf Noppenkontakt baut, nimmt man so ca. 28 Gramm. Wilde Kombi mit Rosé und Blau. So auch ich zum Beispiel immer. Man könnte wahrscheinlich noch auf 24 kommen oder 23 kommen, wenn man noch ein bisschen flacher baut, wenn man ein bisschen weniger Noppenkontakt nimmt. Aber das ist auf jeden Fall schon guter Noppenkontakt. Und damit brauchen wir dann 28 Gramm so circa. Kommen wir mal zum Fazit vom Oblaco L. Wir rauchen in der Aeon Edition 4 Lounge mit Kalaute und 3 Tom C26 Kohlen. Ja, der Kopf ist auf jeden Fall an und angeraucht. Ist schon wieder gut zugeraucht hier. Was ist auf jeden Fall eins der nennenswerten Unterschiede, die man sagen muss? Also auf jeden Fall nimmt er mehr Tabak als der M. Natürlich nimmt man ein bisschen mehr Tabak für den Kopf. Natürlich kann man jetzt auch dazu sagen, das ist zu viel Tabak. Aber es ist ja auch der L und nicht der M. Der L muss ja nun mal ein bisschen mehr nehmen, weil er ja nun mal L heißt. Das ist wie T-Shirt-Größen oder Jackengrößen. Irgendwann gibt es ja einen Oblaco XL. Bin ich gespannt darauf, ob die den mal rausbringen würden. Und das wäre wild, irgendwann Oblaco XL. Holy shit, was soll da noch kommen? Ja, zum Oblaco L, was einer der nennenswerten Unterschiede ist. Jetzt persönlich muss ich euch sagen, im Geschmacklichen habe ich jetzt keinen Unterschied feststellen können. Also ich habe genau die gleichen Tabaksorten geraucht, die ich auch schon im M geraucht habe. Und genau gleich geraucht, auch beim Zocken so nebenbei, mich richtig drauf konzentriert. Es ist gefühlt geschmacklich das Gleiche. Aber was ich dazu sagen muss, was eins der nennenswerten Unterschiede ist, ist das Funnelloch. Und ich finde, das Funnelloch merkst du auf jeden Fall, dass es ein Stück größer ist. Warum sie es genau größer gemacht haben? Ich schätze mal, die haben das Funnelloch größer gemacht, damit das Depot nicht zu krass riesig wäre. Ne, wenn du das Funnelloch größer machst, schrumpft natürlich auch ein bisschen die Depotgröße. Für mich persönlich hätte man das Funnelloch jetzt nicht größer machen müssen, weil klar, hätten das Funnelloch nicht größer gemacht, hättest du auch wieder ein bisschen mehr Tabak wahrscheinlich drin. Genau. Aber persönlich, man merkt, dass man mehr Durchzug hat. So, also ich finde, du kannst den Durchzug, ich habe nicht einen Kopf geschafft, glaube ich, von den... Ne, normal sagt man immer, dass der Durchzug von der kleinsten Stelle in der Shisha abhängig ist und das ist auch zum Teil richtig. Es kommt aber trotzdem drauf an, was vorher und nachher noch so in der Kette ist. Wo ich wirklich gar keinen Durchzug hatte, also wo sich der Tabak komplett an die Smokebox rangesaugt hat, kann man fast sagen. Aber auch da gibt es einen Tipp, Smokebox anheben, kleines Stück drehen, wieder reinsetzen und das 2-3 Mal machen, immer so nach 5 Minuten nochmal anheben, Stück drehen, wird der Durchzug immer noch mal geiler. Das habe ich beim Oblaco M. Doch ab und zu mal muss ich den Kalaut mal kurz annehmen, kurz ein Stück drehen. Genau. Kann man als Vorteil, kann man auch als Nachteil sehen. Ich mag das eher ein bisschen mehr, einen strikteren, ein bisschen eingedämmteren Durchzug zu haben. Ansonsten vom Tabakverbrauch, würde ich sagen, merkt man das auf jeden Fall von der Menge. Wie gesagt, es ist ja auch nochmal der L, aber dafür muss man natürlich sagen, mehr Tabak, viel hilft viel. Man kann natürlich jetzt im Umgedrehten sagen, was auch immer viel gesagt wird, dass der L eher mal für ein bisschen längere Session ist. Das kann ich mir einbilden, dass ich das auch festgestellt habe, dass man so ein bisschen... Es ist ganz einfach, ne? Es muss viel mehr Tabak rein, ergo du kannst auch länger mit rauchen. Also das ist einfach so. Tabak hält die Molasse verdampfst du vor allem beim Ziehen. Je mehr Tabak da drin ist, umso länger kannst du den Kopf rauchen, ne? Wenn wir das mal wieder extrem darstellen, um es zu verdeutlichen, die Baba Bowl von Hukain, der Kopf in den 200 Gramm rein müssen, den kannst du stundenlang rauchen, weil eben so viel Tabak rein muss. Nicht einfach nur, weil er groß ist, klar, er ist größer, es passt mehr Tabak rein und so, aber es liegt nicht nur an der Größe, es liegt natürlich daran, dass mehr Tabak rein muss. Und genau dasselbe auch beim Oblaco L. Natürlich kannst du einen Oblaco L länger rauchen als einen Oblaco M, weil mehr Tabak drin ist. Länger was von hatte, aber dafür verbrauchst du auch ein bisschen mehr Tabak. Aber ich muss euch... Klar, ne? Eine gewisse Menge Tabak gibt dir eine gewisse Rauchdauer. Ganz einfach. Ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der Minuten zählt. Und wenn der Kopf eine Stunde 10, eine Stunde 20 gehalten hat, dann reicht mir das auch oft. Klar, bin ich auch mal über anderthalb Stunden froh. Oder wenn... Also ich zähle jetzt auch nicht mit, aber gerade wenn ich Köpfe teste und so einen Vergleich mache, dann schon. Weil das ist ja letztendlich eine super wichtige Info für das Video jetzt. Weil wie willst du denn jetzt sagen, ob der besser als der M oder der L ist, wenn du nicht aufpasst, ob du mit dem L auch wirklich länger rauchen kannst? Das muss mit rein. Zum Bauen muss ich sagen, ist er persönlich leichter, finde ich irgendwie. Also er baut sich irgendwie leichter, weil es halt unten komplett gerade ist und du nicht diese Schräge hast und du in dem Sinne komplett eine gerade Schicht hast, die du baust und nicht so, wisst ihr, ich meine, diese Schräge so. Irgendwie kommt mir das Gefühl vor, als ob der einfacher zu bauen ist. Wahrscheinlich einfacher auf Abstandskontakt. Ich habe ja jetzt auf Noppenkontakt gebaut. Wir können uns mal hier ein paar Züge nehmen. Der müsste ja jetzt gut heiß sein hier auf 3 Kohlen.
Rauchen tut er auf jeden Fall. David muss gar nicht ziehen und es kommt sogar Rauch. Maschallah. Aber es ist natürlich auch immer kopfbauabhängig, wie man den Kopf... Ich entschuldige mich für diesen schlechten Witz. ...Kopf baut und ob man einen Kopf bauen kann. Und natürlich auch Tabak und Hitze abhängig, wie viel Hitze man gibt. Aber Rauchen tut auf jeden Fall gut und einen rauchtechnischen Unterschied, falls jetzt jemand fragt, merke ich jetzt nicht zum M. Das ist gefühlt, nimmt sich das so viel, also das ist so minimal, wenn überhaupt. Aber vor allem am Anfang, wo es halt interessant wird, ist auf Dauer. Weil der M wird früher anfangen, weniger Rauch und weniger Geschmack herzugeben als der L. Lohnt es sich denn jetzt zu holen, wenn man schon ein M hat? Jein, weil ich sag halt, es ist beides nur Blag oder würde ich es auch... Ich sag ja, wenn du A, richtig lange rauchen willst, jeden Kopf, oder B, wenn du mit mehreren Leuten an einer Pfeife rauchst. Weil dann kann das schon einen sehr guten Unterschied machen, wenn da einfach ein bisschen mehr Tabak im Funnel drinne liegt. Auch wenn er die Unterschiede hat mit ein größeres Funnelloch und ein größeres Depot. Was ja, auf jeden oder wenn du absoluter Durchzugsfanatiker bist, dann würde ich auch lieber den L nehmen. Wenn man den Kopf jetzt noch nicht hat oder wenn man jetzt sagt, okay, ich will mir eigentlich nur Oblaco M holen, komm jetzt nicht ran, würdest du auch einen Oblaco L empfehlen? Ja, hol den Oblaco L. Also ich muss ja. Wenn es dich nicht stört, dass der zwischen 25 und 30 Gramm verbraucht, klar. Ehrlich sagen, ich merke jetzt keinen Unterschied. Also es gibt so viele zig Köpfe auf dem Markt. Ja, ich würde auch den Oblaco L empfehlen. Es ist kein scheiß Kopf. Es hat auch sehr Spaß gemacht, mit ihm zu rauchen. Ich werde ihn auch immer mal wieder rauchen. Also ganz klar. Ich sage zu beiden, es sind nicht die besten Köpfe auf der Welt, aber das sage ich zu keinem Kopf. Checkt auch gerne mal die besten Köpfe, wie ob der hat das nicht reingeschafft, weil ich ihn persönlich stand dort noch nicht so lange geraucht hätte. Aber ich hätte wahrscheinlich auch nicht erwähnt, weil ich hatte eigentlich jeden Hersteller, glaube ich, nur einmal erwähnt. Und aus, was wollte ich noch sagen? Ich den mit dem Oblaco M einfach mehr geraucht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, wer ein Oblaco M hat, muss ich jetzt nicht unbedingt den L holen. Da kann man sich auch einen anderen Kopf holen, muss ich euch ehrlich sagen, weil sehr ähnlich sehen sie sich ja aus. Und ich sage euch, Freunde, holt euch Auswahl. Es gibt noch viele andere gute Hersteller, auch in den Tabak, in den Herstellernamen von Köpfen. In den Kopfnamen, bin ein bisschen durcheinander hier. Aber wenn ihr keinen habt, dann könnt ihr euch gerne zulegen. Warum nicht? Ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht meine Geschirrspülmaschine. Ich muss das hier im Nachhinein aufnehmen, da ich schon alles abgebaut hatte und das dann gesehen hatte. Ist gut am Bluten. Und zwar mein Oblaco L blutet nach ca. 10 bis 15 Köpfen. Da ich immer ehrlich bin das zu euch, wollte ich euch das natürlich nicht voranhalten und auch zeigen. Und deswegen habe ich das Bild danach gemacht, weil ich schon alles abgebaut hatte. Und ja, mein Oblaco L blutet. Ist nichts Schlimmes, wie gesagt, sieht nur blöd aus. Aber ich wollte es mit dazu erwähnen und wundert euch nicht über den dreckigen Kalaut, bitte. Nicht übel. Haben für mich ein paar Punkte gefehlt und war jetzt ein bisschen wie den Kopfbau, aber trotzdem sehr nice Infos am Start. Safe.